Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zu Let's Play Close to the Sun. Ein Spiel, was ich schon seit 2 Jahren auf dem Schirm habe und seit ungefähr 1 Jahr in meiner Bibliothek, aber bisher noch nicht gespielt. Und da es in letzter Zeit relativ wenig Horror auf meinem Kanal gab, dachte ich mir, wir spielen einmal das. Ich weiß nicht, warum hier Fortfahren steht. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und lassen uns überraschen. Ich hoffe, die Mikrofonqualität passt diesmal. Der Beginn von Outlast 2 war leider etwas mies auf dem Mikrofon, aber die Testaufnahme eben hat ganz gut geklungen. Sehen wir mal, was in Close to the Sun passiert. Viel Spaß! Ja, ich bin sicher. Bisschen laut. Die Sicherheitsabteilung überwacht das gesamte Personal an Bord. Okay. Prolog. Die brillante Ada. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that, and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you. If only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning, and now leave me aboard the Helios? What are you telling me? So, eine kleine Sache. Ich weiß, dass das Spiel deutsche Sprachausgabe hat. Für all diejenigen, die das Englisch nicht so mächtig sind und die nicht die ganze Zeit an den Untertiteln kleben möchten. Verlassen Sie Ihr Zimmer. Okay, wir sind offenbar an Bord eines Schiffes. Irgendwie fühle ich mich gerade so ein kleines bisschen an Layers of Fear 2 erinnert. The Helios. Das 8. Weltwunder. Ja, okay, gut. Wir können es auch einfach lesen. Die Helios, ein Triumph des Ingenieurwesens, wissenschaftlichen Fortschritt. Treten Sie dem Helios-Team bei. Bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wardenclyffe-Niederlassung. Okay. Willkommen an Bord. Bitte tragen Sie das offizielle Helios-Outfit, das Ihnen von Wardenclyffe zur Verfügung gestellt wurde. Bitte lassen Sie Koffer und persönliche Gegenstände im Shuttle. Alles wird automatisch in Ihren persönlichen Raum transferiert, sobald Sie sich angemeldet haben. Durchsagestimme funktioniert einwandfrei. Das funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Ja, das hoffe ich auch. Okay, Service. Tür ist verriegelt. Verriegelt und verrammelt. Hi.
aber denn hier? Zeitung Le Petit Parisien. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Wharncliffe weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsendem Druck gegenzusteuern. Oh, den Typen kenne ich. Die Helios, Eroberung neuer wissenschaftlicher Gebiete unter der Leitung von Nikola Tesla persönlich. Forschen und erfinden ohne finanzielle oder politische Einschränkungen. Meine Fresse, was für ein Sturm da draußen. Okay, ich muss wohl offensichtlich durch die Tür da hinten. Einen anderen Weg scheint es nicht zu geben. Interessanter Türmechanismus. Tolles Wetter. Da leuchtet was rot. Soll das rot leuchten? Die Helios. Das Helios Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Okay, da war ich gerade. Da war ich gerade auch. Mehr oder weniger. Keine Ahnung. Ich gehe mal erstmal da lang, wo ich wahrscheinlich nicht lang gehen sollte. Beobachtungskabine sieht aus wie der... wie die Brücke. Drücken Sie den Knopf, um die um das Unlock-Manöver einzuleiten. Storm in a Teacup präsentiert. Close to the sun. Was auch immer das bedeuten soll. Finden wir es raus? Kapitel 1. Die Grenze des Hermes. Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. Okay.
Gibt es hier irgendwo einen Landungssteg? Ah ja. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Sie ist ein bisschen laut auf den Ohren, aber ich hab's schon für mich leiser gemacht. Und was belebter angeht, ehrlich gesagt, sieht's hier aus, als ob die Leute Hals über Kopf getürmt wären. Habt ihr einen Wal hier drin? Die Helios. Ein luxuriöses wissenschaftliches Unterfangen, während der Rest der Welt sich selbst überlassen ist. Willkommen an Bord der Helios. Sie laufen nun auf dem größten Schiff, das jemals gebaut wurde. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Nur autorisiertes Personal. Aha. Ich autorisiere mich selbst. So. Ah ja, okay. Mit dem linken Trigger kann ich rennen. Wenn man das Rennen nennen kann, sie... Häppelt so ein bisschen. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Steckbrief. Profil, die Schiffsratte. Aktiver Spion. Isolieren und eliminieren. So, bevor ich hier irgendwelche Knöpfe drücke, ich habe da hinten eine Leiter gesehen. Und hier ist noch eine Treppe. Aber ich will erstmal die Leiter ausprobieren. Mal gucken, wo mich das noch hinführt. Ob mich das irgendwo hinführt. Okay, ich kann die Leiter nicht benutzen. Gut, aber ich will die Treppe noch runter. Aha. Ein Landungssteg, an den kein Schiff angeschlossen ist. Der helle Wahnsinn. Eine Riesenanlage und so wenig zu sehen. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht kommt ja noch mehr. Ja, sehr lustig. Wer kam eigentlich auf die beknackte Idee, hier Schornsteine anzubringen? Oder sind das Wärmetauscher? Ui, ich kann das alles umwerfen. Ui. Sorry, das war Warden Cliff. Eine Firma, die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Naja, man muss ambitioniert bleiben, ne? Wenn man im Geschäft bleiben will. Alles klar, okay. Ich dachte, ich probiere es mal aus, ne? Hätte ja sein können, dass sie da eine Alpha-Wand anbringen oder sowas, aber man kann offensichtlich einfach über den Rand fallen. Hey, niemand hat dir erlaubt, jetzt kaputt zu gehen. So, jetzt will ich die Pylone hier auch noch umwerfen. Und danach gucke ich mir diese Tafel da an.
So, was haben wir denn hier? Okay, wir sind in 60 Harbor Hafen. Weißt du, andere Schiffe haben einen Hangar, das Ding hat einen Hafen. Quarantäne. Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Na toll. Mami? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich zuerst hin drinnen soll, um alles zu sehen. Zum Henker. Mir läuft es gerade so ein bisschen eiskalt den Rücken runter, so mit Gänsehaut und so. Okay, da kann ich drüber hüpfen. Das will ich noch nicht. Habe ich eigentlich irgendwas wie eine Taschenlampe? Aha. Alles klar. Sie kann einen kleinen Hüpfer machen, das ist schön. Aber eine Taschenlampe scheine ich nicht zu haben, zumindest aktuell noch nicht. Was haben wir denn da? Nicolas Pass. Name Nicolas Ford. Geburtsdatum 11. Oktober 1850, geboren in den USA. Ort der Abreise, New York. Aufenthaltszweck, Schauspieler. Dauer des Aufenthalts, 21 Tage. Passnummer NY5515 USA. Schön. Liegen hier noch mehr Pässe rum, die ich so einsammeln kann? Nicht. Irgendwas im Mülleimer. Quarantäne. Was ist auf diesem Schiff passiert? Ich will da rein. Okay, das Geräusch kommt von der flackernden Lampe da. Das ist kein Ketchup. Kaputt. Okay, und ich kann mich da nicht reinquetschen. Neue Grenzen erforschen, also neue Grenzen der Wissenschaft erforschen. Unser Verständnis der Welt und darüber hinaus erweitern. Erhalten Sie Ihr saisonales Ticket für das Grand Theater der Helios. Contact our assigned recreation officer for season programs and prices. Ja, den zuständigen Offizier für Tickets und Preise kontaktieren. So. Schließe dich ihm an. Du kannst, auch du kannst die Welt verändern. Schließen Sie sich Mr. Tesla an Bord der Helios noch heute an. Da ist ein grüner Hebel, den möchte ich gerne ziehen. Da vorne ist ein Aufzug. Aha.
Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsüberbrückungsschalter, um den Aufzug zu reaktivieren. Okay. Da ist dunkel, da gehe ich nicht hin. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Männertoilette, out of order. Wardenclyffe, for all of mankind. Für die gesamte Menschheit. Moment, da steht was anderes. For a better world, für eine bessere Welt. Damentoilette? Verschlossen. An dem Hebel, da ziehe ich gleich. Lagerraum. Join me. Tesla als der Teufel. Okay. Und mal abgesehen von dem verunstalteten Bildnis von Nikola Tesla. Gibt es hier drin sonst irgendwas? The Harnesk, Private Office. Auch verschlossen. Sesam, öffne dich. Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison nehme ich an. Egal, die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Danke für die Warnung. Danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Darauf hält er es wohl nicht nötig zu antworten. Okay. Das sieht mir aus wie eine Karte für Kriegsbemühungen. Und wir sind irgendwo im Atlantischen Ozean. Irgendwo zwischen Europa und Amerika. So. Okay. Gestartet im Südosten von Spanien, dann Portugal, Frankreich, England, Irland. Nochmal England, kurz vor Schottland. Oder ist es schon Schottland? Ich weiß es nicht genau. Island, Norwegen, Schweden. Ich weiß nicht, ob das... Ja, müsste eigentlich noch Finnland sein, ne? So, Preußen. Österreich-Ungarn. Irgendwo zwischen Frankreich und Preußen. Italien. Und im Ottomanischen Reich ist wohl offensichtlich eine Agentin oder ein Agent verschwunden. Wen haben wir denn hier? Pass von Jung Hwan. Name Jung Hwan Choi. Geburtsdatum 13. April 1843, geboren in Korea. Ort der Abreise, Seoul. Aufenthaltszweck, Laborforscher. Dauer des Aufenthalts, unbegrenzt. Passnummer SE-23-15-Core. Bischofsgruppe. Interrogation Subject. Andrei Lachenko. Aha.
Send agent to investigate as soon as possible to St. Paul's Cathedral, Rome. Use the start drop location. Was zum Henker? Was haben die hier gemacht? Ich verstehe nur Bahnhof. Zeitung Le Petit Parisien. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers. Okay, das hatten wir schon. Bestätigte Edison-Agenten. Der Konkurrenzkampf zwischen ihnen scheint noch im Gange zu sein. Agent Infiltration Success awaiting first report. Agenteninfiltration erfolgreich. Wir warten ersten Bericht. Bestätigte Edison Agents oder Spione? False Flag Operations in Progress. Vorfallbericht KA812. In Übereinstimmung mit Verfahrensprotokoll A12 begrüßten die Beamten bei Ankunft das Shuttle aus Sydney. Als der Gast nicht wie angewiesen erschien, führten die Beamten eine Routinesuche auf dem Shuttle durch. Weder der Gast noch die von Wardenclyffe ausgestellten Papiere und Kleidungsstücke konnten an Bord gefunden werden. Weitere Inspektionen des Schiffes zeigten eine deutliche, aber harmlose Beule auf der Steuerbordseite des Shuttles. Es gibt keine Aufzeichnungen, die belegen, dass dieser Schaden bereits vor Auslaufen in Sydney bestand. Daher ist es möglich, dass das Shuttle auf dem Weg zur Helios von einem anderen Schiff geentert wurde. Dies ist der 11. Vorfall dieser Art innerhalb des laufenden Jahres. Die Anfälligkeit anderer automatischen Shuttles muss dringend verbessert werden. Die ID-Dokumentation und die Wardenclyffe-Uniformen, die uns so abhanden kommen, könnten Edison genug Informationen liefern, um überzeugende Fälschungen herzustellen. Ich erwarte noch die Zusicherung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um das erneute Auftreten solcher Vorfälle zu verhindern. Security Officer De Rossi. M. Hotz, Private Office. Habe auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die Tür aufgeht. Lagerraum. Auch verschlossen. So ein ganz kleines bisschen habe ich hier auch Bioshock-Feels. Passt ja so ein bisschen in die Zeit. Nicht ganz. So ungefähr 40 Jahre zuvor, aber... Okay. Da wären wir also wieder. So, an diesen Hebel da muss ich unter anderem rankommen. Achso, das war die flackernde Lampe, die da so klickert. Ich habe ein lautes Geräusch gehört. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie hat sich erschrocken und ich auch. Mhm. Eine Fotokamera. Ups. Zeitung Die Axe Miner. Französische Klimatologin Jeanne Villepreux im Shuttle der Helios gesichtet. Weitere hochkarätige Wissenschaftlerin schließt sich wachsender Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert. Helios-Shuttle verhindert Kollisionen. Zeitung The Call. Edison bestreitet Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison. Vorbereitungen für Gegenklage in Vorbereitung. Vorbereitungen für Gegenklage in Vorbereitung.
Geil. Warncliffe lehnt Stellungnahme ab. Tesla abwesend. Während Vorverhandlungen wegen Vorwürfen der Edison-Spionage eingeleitet wurden. Abteilung für interne Kommunikation. Die Befragung des Forschers Becker hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Anzahl abteilungsübergreifender Gerüchte, die sensible Informationen enthielten. Leider verstummte auch die Quelle um Addisons mutmaßliche Spionage. Wir sind daher bei der Untersuchung, welches Material genau kompromittiert wurde, nicht weitergekommen. Ich beantrage hiermit künftig praxisorientierter vorzugehen, um die dauerhafte Sicherheit der Helios zu gewährleisten. Wir können uns keine weitere Sabotage leisten. Einmal ist genug. Mir ist bewusst, wie unrecht Herrn Tesla diese weniger durchdachten Maßnahmen sind. Aber manchmal ist es auf die altmodische Art am besten. Auskunftsbeamter Strutman. Tisch. Rohrpostnachricht, keine Sorge. Ihre Forschungsergebnisse enthalten den Schlüssel zu allem. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben sie erhalten. Ich kann auch noch hochgehen. Ich halte es ja nicht aus. Sollte ich mich jemals in diesem Spiel wieder beschweren, dass das Gelände, das man untersuchen kann, zu klein ist, erinnert mich an diesen Moment. Ich meine, ja, es ist eingeschränkt, aber es gibt viel zu lesen. Lose Zeitungsseiten. Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichem Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Teslas Schiffswaffen könnten ganze Flotten vernichten. Wir wissen, es kam anders. Davids Pass. Name: David Bishop. Geburtsdatum 4. Dezember 1890, geboren in England, Ort der Abreise London. Aufenthaltszweck begleiteter Minderjähriger, Dauer des Aufenthalts 7 Tage, Passnummer LO7543ENG. Weiß übrigens nicht, wie lange ich die Folgen mache. So lang wie nötig. Ich weiß, dass das Spiel nicht besonders lange geht. Also im Verhältnis gesehen. Aber ich habe zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinen Punkt erreicht, wo ich sage, ja, hier kann ich die Folge beenden. Also den etwas eingeschränkten Plot hier würde ich schon noch gerne einen Moment weiterlaufen lassen. Steckbrief. Profil Dampf, bevorstehende Bedrohung. Bekannte Pseudonyme Matthias Ellis, Simon Adler, Ernest Thompson. Ah ja, okay, gut, das ist nur der Türschalter. Okay, nur noch eins. Mhm. Also andere finden wir auch noch irgendwo. Interrogation. Für ein
eine hellere Zukunft. 113 Interrogation. Silvias Pass. Name Sylvia Bishop. Geboren 8. Juli 1860. Geboren in England. Ort der Abreise London. Aufenthaltszweck Kunstausstellung. Dauer des Aufenthalts 7 Tage. Passnummer LO7542ENG. Sie gehört zu dem kleinen Bishop. Köstlich, nicht? Verdächtiger in der Brick. Jackpot. Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Addison. Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv eine Code West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Security Officer De Rossi. Zeitung Die Achse Miner. Nikola Tesla rekrutiert britischen Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich der ständig wachsenden Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert, Helios-Shuttle entgeht Kollision. Hübsch. Die Maske ist gruselig. Hat jemand am Tropf gehangen oder so? Oder war das zum Foltern? What is he here? What did you here? When you leave here, why did stay here? Also was du hier siehst, was du hier tust, wenn du diesen Ort hier verlässt, lass es hier bleiben. Was zum... So werden also vermeintliche Addison-Spione an Bord der Helios verhört? Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Das ist ja entzückend. Schön noch mit den Blutresten daran. Die Dinger kamen also zum Einsatz. So, lass mich raten, der Hebel hier funktioniert nicht. Ja, ja. So, einen Hebel haben wir aktiviert. Der andere muss irgendwo hier drüben sein. Da in der Kammer. Komme ich da rein? Aha. Ich stelle es mal auf die gleiche Kombination wie eben. Okay. Anayas Pass. Name Anaya Patel. Geburtsdatum 28. Mai 1855, geboren in Indien. Ort der Abreise, Bombay. Aufenthaltszweck, Labortechniker. Dauer des Aufenthalts, unbegrenzt. Passnummer BO8554IND. Steckbrief, Profil, harmlos. Unter Verdacht, Schläferagent zu sein. Bestätigende und entkräftigende Beweise finden. So, da ist der zweite Hebel. Das ist nur der Türhebel. Hört. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Schön, dass der Untertitel jetzt wieder in Englisch war. Aber wenigstens war die Audioaussprache jetzt auf Deutsch. Was haben wir da noch? Okay. Fahrstuhl Keycard. Eine abgenutzte Keycard für den Eingangsaufzug der Helios. Was zur Hölle? Hey! Hey! Scheiße. Erfolg freigeschaltet, The Borders of Hermes.
Die Grenzen von Hermes. So, und bevor wir zu Kapitel 2 übergehen, mache ich hier einen Folgenschnitt. Bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch dieses neue Projekt gefällt, lasst mir gerne Likes und Kommentare da. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Close to the Sun dann wieder. Bis dahin und bye bye.